Und ein LKW sollte eigentlich nur abgeschleppt werden. Dann passierte das Unglück. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und riss den Rettungswagen mit sich in die Tiefe. Mitten auf dem schneebedeckten Steilhang kippt der tonnenschwere Laster über die Leitplanke. Das Abschleppseil wird zur Fessel. Vor laufender Kamera reißt der metallene Riese das Rettungsfahrzeug mit sich. Dessen Fahrer reagiert blitzschnell. Noch 60 Meter bis zum Boden, in letzter Minute springt er aus dem abstürzenden Truck. Der LKW-Lenker schafft es nicht, sich aus der Fahrerkabine zu befreien. Er stürzt zusammen mit den beiden Fahrzeugen die Bergwand hinunter. Glück im Unglück, nicht nur für den Lenker des Abschleppwagens. Auch der Fahrer des LKWs überlebt den Sturz, liegt nun mit Knochenbrüchen im Krankenhaus. Mitten im Schnee steckte der LKW mit Litauer Kennzeichen fest, als ihn das Rettungsfahrzeug abschleppen sollte. Fahrlässig, trotz eisiger Straßen trug der Laster immer noch Sommerreifen. Marseille oder Madrid?